Hallo, das ist mein Lenovo X200 Tablet-PC. Man hier den Bildschirm schön drehen kann, das machen wir gleich. Der ist im Moment nirgendwo angeschlossen an LAN oder so. Hier ist gerade Stylus as well, also der hat auch diesen Stift. Den benutzen wir später noch. Ich starte jetzt mal einfach. I've got Windows 7 Pro 64-Bit as well, but I want to use Ecom Station. Also parallel installiert ist Windows 7. Aber wir wollen Ecom Station benutzen. Für Demonstrationszwecke habe ich die WLAN und UMTS-Schalter hardwaremäßig erstmal auf ausgestellt. I switched off Wireless LAN and UMTS just for demonstration. Journal-File-System. XS Mouse is the driver for the Stylus. Ist der Stylus Driver. WLAN, LAN. Digital Broadcast TV, also DVB-T Fernsehen, Virtual Box, Virtual PC. So, USB COM SYS is the driver for the HSPA Modem, also das ist der Treiber für das UMTS Modem. Der am USB-Anschluss eine serielle Schnittstelle hinzufügt. Also this adds a serial port, a COM port to USB. So, da startet die Workplace Shell, die Arbeitsoberfläche. So, da ist Ecom Station 2. So. Jetzt als nächstes, I switch on the Hardware Switch. Jetzt kann man gleich erkennen, you can see here the UMTS Modem. Recognized by the USB. There. Also das ist das USB Modem, das eingebaute, wurde erkannt. So, und jetzt versuchen wir mal, uns per UMTS ins Internet einzuwählen. Schalten wir das Modem zu ein. We switch on the modem by software. Hier sieht man die Lampe leuchten. There's a feedback. And now I start my dial configuration. So, now I'm connected. And automatically starts the Firefox Browser. Ich habe das also so gemacht, dass automatisch der Firefox jetzt startet. Da ist er. I will be redirected to my prepaid Internet program and once I check here, also ich werde umgeleitet auf die ProSieben Seite, weil ich prepaid habe. Wenn ich jetzt das drücke, I see the remaining time, also sehe ich noch, wie lange ich noch surfen darf und werde hier hinten automatisch auf meine Startseite umgeleitet. Damit bin ich jetzt per UMTS im Internet. Man sieht hier auch, die WLAN-Lampe oder WWAN-Lampe blinkt. Ich sehe mal eben so. Gehen wir mal zum Beispiel auf eine ganz andere Seite. US2-Seite. So. And now we might want to use the Stylus. Also jetzt müssen wir vielleicht noch mit dem Stylus surfen im Tablet-Modus. Dafür starten wir das Programm hier. Dann nehme ich den Stylus, kalibriere den kurz, versetze das Laptop in den Tablet-Modus. So. And now I can use what I wanted to. I can surf the net with the Stylus and via UMTS. Also jetzt kann ich alles machen, was ich möchte. Ich kann auch nebenbei den Stylus noch für andere Programme benutzen, natürlich, um was aufzuzeichnen, mir Notizen zu machen. The same as in Windows, I can use ES, it is up and running. Things like this, or I can just
Kann ich einfach auch ein bisschen malen, eine technische Zeichnung machen. Is I like, I don't like now. Malprogramm benutzen mit dem Stylus. Gibt es also auch solche Programme, wo man jetzt hier pixelgenau, aber das will ich alles nicht machen. Das war das. Hier ist Facebook oder man kann natürlich auch can go to Google. And now you need something to make an input here. There's a virtual keyboard. And you can say, let's search for Warpstock. Oop. Warpstock. So you can go to Warpstock.